Malerische Kulisse für die TSG Hoffenheim. Von Sonntag bis Freitag gastierte die Mannschaft von Julian Nagelsmann im ersten Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen auf der Anlage des gerade aufgestiegenen Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Es wurde gelaufen und eifrig trainiert. Aber auch etwas für den Teamgeist getan, zum Beispiel bei einer gemeinsamen Rafting-Tour in Tirol. Es gibt immer Dinge, die man auch aufs Fußballerleben übertragen kann, aber grundsätzlich geht es darum, einfach mal die Birne freizukriegen, auch noch anstehenden Trainingstagen und was anderes zu machen. Und ich glaube, wenn man dann die Spieler dann auch als Trainer, gerade auch Neuzugänge, besser kennenlernt, auch in anderen Situationen mal im Wasser, was ein bisschen unruhiger ist, das ist ganz interessant und lernt die Menschen hinter der Fassade Spieler dann auch mal kennen. Bei bestem Wetter gab es natürlich auch die ein oder andere Abkühlung. Eine willkommene Abwechslung vom intensiven Trainingsalltag und zur Lockerung der müde werdenden Beine. Zum Abschluss des Trainingslagers stand noch ein Testspiel an, und zwar gegen den Drittligisten Unterhaching. Ein Spiel, das die Spieler forderte, trotz souveränen 3:0-Sieg. Dann hatten wir eine sehr, sehr anstrengende Woche auch hinter uns. Ich glaube, die letzten 10, 15 Minuten haben wir uns alle angeguckt und haben dann den Schiri gefragt, wie lange es denn noch ist. Und von daher war es ordentlich. Ich denke, wir haben 2:0 gespielt. Das ist auch gut, von daher standen wir eigentlich auch gut. Ich kann mich jetzt nicht an eine große Unterhachinger Chance erinnern jetzt in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich. Aber dass nicht alles klappt, denn das ist normal. Und das werden wir aufarbeiten, sodass wir dann zumindest die nächsten Spiele weniger zulassen. Ein Testspielsieg mit Toren von Nadiem Amiri und Neuzugang Leo Bittencourt. Ein perfekter Abschluss des Trainingslagers. 3:0, ein klarer Sieg im Testspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching hier auf der Anlage des SC Pöcking nahe des Starnberger Sees. Damit geht auch das Trainingslager der TSG Hoffenheim zu Ende. Das Fazit fällt logischerweise positiv aus. Trainer Julian Nagelsmann war sehr zufrieden, wie die Spieler gearbeitet haben. Er sagte, es gab eigentlich nur eine Trainingseinheit, die ein bisschen lascher war. Das war Mittwochnachmittag, war aber aufgrund der Belastung auch kein Wunder. Ein bisschen Pech hatte Ishak Belfodil, der Neuzugang von Standard Lüttich, der letztes Jahr noch an Werder Bremen verliehen war. Hat sich eine leichte Blessur zugezogen, hatte einen steifen Nacken, konnte deswegen Anfang des Trainingslagers wenig trainieren. Es hat sich dann auf die Bauchmuskulatur geschlagen. Entsprechend hat Belfodil kaum arbeiten können. Da muss man mal schauen, wie schnell er den Rückstand aufholt. Positiv bleibt auch festzuhalten, dass sich Nadim Amiri und Leo Bittencourt im offensiven Mittelfeld beide heute sehr, sehr spielfreudig, sehr, sehr torgefährlich gezeigt haben. Das kann ein Pfund werden für die Hoffenheimer Saison, aber da muss man einfach schauen, wie der Rest der Vorbereitung dann laufen wird. Nach 2 freien Tagen geht es am Montag mit dem ersten Training zurück in der Heimat weiter.